romantische Lahn ist ein Band, was verbindet. Sie verbindet die Kreisstädte Limburg und Weilburg. Sie verbindet auch die Menschen im Kreis, die sich darüber gefreut haben, einmal mit ihrem Landrat eine Radtour zu machen, entlang der romantischen Mittellahn auf dem Lahntalradweg R7. Ja, die Idee war, mal den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie schön unser Landkreis ist. Und es gibt, glaube ich, kaum einen schöneren Weg, das zu machen mit einer Radtour entlang der Lahn, die ja, ich sag mal, das verbindende Element in unserem Landkreis ist. Und von Fürfurt nach Limburg ist eine schöne Strecke, nicht zu lang und nicht zu kurz. Und dann habe ich die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die Lust haben mitzukommen. Und es sind einige gekommen, was mich sehr gefreut hat. Es könnte ein paar Grad kühler sein vielleicht, aber nichtsdestotrotz, wenn man fährt, gibt es genügend Fahrtwind. Der erste Zwischenstopp wurde im Bistro Bahnhof Aumenau eingelegt. Gelegenheit für die Teilnehmer, sich bei hochsommerlichen Temperaturen zu erfrischen und mit dem Landrat ins Gespräch zu kommen. So, ich habe hier noch Bier. Ich habe noch Pilz. Ich habe hier einfach mal reingeschrieben, nach dem Motto, wer Lust hat, kann kommen. Und die Tour ist schön, das Wetter ist schön und auch nette Menschen dabei. Also von daher umso schöner. Der Landrat will sich ja bekannt machen, denke ich mir mal. Und da fährt er halt so, Sehenswürdigkeiten wie hier zum Beispiel den Lahnradweg fährt er halt ab. Das ist eine gute Sache. Vor allem eine gute Idee. Ich habe gerade eben gesagt, ich habe ja schon die Hessenfahrt mitgemacht, mit den, wo mehr als 500 Menschen in einem Pulk fuhren. Aber auch hier geht es sehr gesittet zu. Das ist schön. Naja, ich habe manchmal noch so den Eindruck, das war ja auch im Wahlkampf der Fall, dass es noch, jetzt noch nur so eine kleine Barriere gibt zwischen Oberlahn und Limburg. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir die aufbrechen für die Menschen. Und dann davon profitieren, glaube ich, alle. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich. Das ist wichtig dabei. Und wir sind keine Konkurrenten zu Konkurrenten, sondern wir müssen das miteinander pflegen. Darum geht es vor allem. Und das ist mir wichtig. So. Und das beginnt bei Gesundheitsregionen und bei vielen anderen Dingen, dass wir da gemeinsam für die Bürger arbeiten. Das ist der Ansatz, den ich verfolge. Also wir fahren das schon öfters mal hier. So von nach Weilburg oder nach Limburg. Also das Lahntal ist ja schön. Also das, wer da sagt, das ist verhässlich oder es taugt nichts, das ist wunderbar hier. Also ich fahre hier gern. Zum Fahrradfahren gut geeignet. Zum Fahrradfahren bestens geeignet, ja. Die Sommerradtour mit Landrat Michael Köberle startete in Fürfurt und führte über Aumenau, dem Lahn-Marmor-Museum in Villmar, zur Burg Runkel, wo Prinzessin Felicitas und Prinz Medfred die Teilnehmer begrüßte. Danach ging es weiter lahnabwärts bis in die Limburger Altstadt.